und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von The Legend of Zelda Twilight Princess HD für die Nintendo Wii U. Ich kann es immer noch nicht fassen, es ist tatsächlich geschehen, mein absolutes Lieblings-Zelda hat endlich nach all der Zeit ein HD-Remake spendiert bekommen und ich freue mich so dermaßen darauf, das endlich für euch Let's Playen zu dürfen, dass es endlich da ist. Und ja, ich weiß, es gibt vielleicht jetzt Leute, die sagen, dass das Spiel an sich eher unnötig ist, weil sich da jetzt grafisch nicht so viel getan hat, aber wisst ihr was, das ist mir scheißegal. Also, ganz ehrlich, es wird Let's Played, 100% natürlich, das sollte auch klar sein, und natürlich habe ich mir die Limited Edition geholt mit dem Wolf-Link-Amiibo, das habe ich hier auf meinem Tisch stehen, aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal hier in eine neue Datei und stürzen uns direkt ins Abenteuer, ich freue mich so sehr. Und ja, passt alles der Name Link, natürlich, weil wer auch sonst... Und das Pferd darf auch ruhig wieder Epona heißen und schon kann's losgehen. Und genau, bevor wir starten, ich starte das Spiel natürlich nicht im normalen Modus, nein, wir legen noch eine Schippe oben drauf. Es gibt natürlich von mir den Heldenmodus für euch. Du nimmst doppelten Schaden, das erscheinen keine Herzen für fortgeschrittene Spiele und... Mein Hallo, bin der Zelda-Großmeister, natürlich gibt's den Heldenmodus. Alles andere wäre ja Quatsch. Also starten wir Twilight Princess HD im Heldenmodus. Zusätzlich dazu wird auch noch das gesamte Spiel gespiegelt. Das ist dann quasi eine Wii, die Wii-Version, die ich eh gewohnt bin. Da dürfte ich dann eigentlich keine Probleme damit haben. Und Heldenmodus, let's go! Am Abend werde ich immer ein wenig sentimental. Du nicht? Man sagt, um diese Stunde treffen das Diesseits und die andere Welt aufeinander. Und um diese Zeit kommen die Geister zu Besuch, die sich noch nicht von dieser Welt lösen können. Deshalb macht mich das Abendrot so sentimental und manchmal auch ein wenig traurig. Ach übrigens, Link... Übermorgen soll ich im Auftrag des Bürgermeisters nach Hyrule reisen, um am königlichen Hof etwas abzuliefern. Aber es wäre mir lieber, wenn du an meiner Stelle reisen könntest. Würdest du das für mich tun? Du... warst doch noch nie in Hyrule, oder? Das Schloss von Hyrule ist riesig. Es ist umgeben von einer Stadt, viel größer als unser Dorf. Und die Welt, die unsere Göttinnen erschaffen haben, ist noch so viel größer als das. Du solltest sie dir unbedingt mit eigenen Augen ansehen. Aber es wird spät, wir sollten langsam ins Dorf zurückkehren. Und wegen deiner Reise, ich werde alles mit dem Bürgermeister besprechen. Bist du da? Du musst mir helfen, die Ziegen zusammenzutreiben. In letzter Zeit wollen sie einfach nicht mehr auf mich hören.
Aber wo ist Depona? Und schon geht es los. Ach, ich freue mich so sehr, dass dieses Spiel endlich draußen ist. Es ist ja wirklich fast schon 10 Jahre her, seit damals das Original für die alte Wii und auch noch für den GameCube erschienen ist. Ich habe mir damals aber gleich die Wii-Version geholt. Das war auch mein allererstes Wii-Game und damals war ich schon sowas von gehypt und jetzt eigentlich fast noch mehr, weil es ist einfach so der Hammer. Ich muss jetzt erstmal, natürlich spiele ich mit dem Wii U Pro Controller, sollte auch klar sein, das liegt mir irgendwie mehr. Ich muss jetzt erstmal kurz ins Menü und da mal gucken. Ah, ja genau, das Menü hat sich schon mal ein wenig verändert. Es ist jetzt nicht mehr so kreisförmig wie früher, aber dafür kann man auch das Gamepad zusätzlich nutzen, um hier Items zu verschieben. Das ist mir schon klar, es ist natürlich alles noch leer, aber da sieht man mal, was wir alles so bekommen werden. Vor allem ganz rechts in der Ecke unten ist etwas Rundes. Naja, mal sehen, was da alles so hinkommen wird. Was macht Minus? Wie komme ich überhaupt jetzt ins Menü? Das wäre eine gute Frage. Ach ja, hier Ausrüstung speichern. Einfach stark gerade nach unten. So, das sieht auch ein bisschen anders aus. Und ihr seht schon eine kleine Änderung. Wir haben hier eine Geldbörse. Schon seit vielen Jahren in deinem Besitz. Sie fasst bis zu 500 Rubine. Das Limit haben sie nämlich erhöht. Ich glaube, früher waren es... Ich bin mir jetzt nicht sicher, entweder waren es 200 oder 300 Rubine. Ich glaube, es waren sogar 300. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber das haben sie auf jeden Fall etwas erhöht. Es gibt an sich auch größere Geldbörsen in dem Spiel, was ich sehr, sehr gut finde. Also bei 1000 Rubinen wird es nicht bleiben. Es wird da wesentlich mehr geben. So, ich möchte wenigstens kurz in die Optionen, Spieleinstellungen. Ich muss hier kurz was anpassen. Also Zielmethode zum Beispiel nicht halten, sondern schalten ist mir sehr wichtig. Kamerasteuerung normal, Luftwassersteuerung invertiert, Zielen Ich-Ansicht, Rumble braucht man nicht, Bewegungssteuerung braucht man auch nicht. Und ich glaube, die Helligkeit sollte eigentlich passen, so wie sie ist. Man dürfte eigentlich alles gut erkennen können. So, passt. Alles klar. Gut. Ja, ich kann mich bewegen. Sehr schön. Kann auch die Kamera frei drehen. Ah, oh, das sieht so geil aus. Jetzt endlich mal richtig gestochen, scharf. Nichts ist mehr irgendwie unscharf oder verwaschen. Auch wenn Link gerade irgendwie böse guckt. Der hat halt den scharfen Blick. So, was ist eigentlich los hier? Und wo ist mein Pferd? Wer hat das gerade geklaut? Also gut, hole Pona und komm dann wieder hierher. Ja, irgendjemand hat vorhin gerade mein treues Pferd mitgenommen. Das können wir doch nicht so offen sitzen lassen. Ja, die Ladezeiten wurden natürlich auch ein kleines bisschen verkürzt. Ich meine, die Wii U hat ja auch mehr Power, ist ja klar. So, wir können ja schon mal anfangen, hier Rubine zu sammeln. Obwohl, geht das überhaupt schon hier bei den Großen eher nicht, aber hier bei den Kleinen, zack. Kann ja sein, dass da hin und wieder mal Rubine rausspringen. Ja, genau. Gleich mal einen Einser bekommen. Und was ich auch sehr gut finde, das weiß ich schon, es kommt zum Glück nicht mehr jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, die Meldung, du hast ein Rubin oder fünf Rubine oder zehn Rubine gefunden. Da haben sie wenigstens mitgedacht. Und es wird auch so sein, dass Rubine, die wir finden in Schatztruhen, dass wir die auch wirklich mitnehmen können. Also nicht, wenn wir jetzt irgendwie nichts mehr tragen können an Geld, dass das wieder zurückwandert, weil da haben sich früher auch viele Fans darüber beschwert, dass dann irgendwie die Truhen wieder zugehen. Aber das haben sie zum Glück hier im Remake geändert. Und ja, ich weiß, eigentlich ist HD-Remake wieder die falsche Bezeichnung für dieses Spiel. Es ist ja eigentlich ein HD-Remaster. Bei einem Remake werden ja wirklich Texturen komplett ausgetauscht und hier wurden sie eigentlich nur hochskaliert und an Full HD angepasst, an die neue Auflösung. Aber ich finde, es sieht trotzdem ordentlich aus. Man kann jetzt sagen, die Grafik von Twilight Princess ist ein bisschen schlecht gealtert, weil es ist nun mal so, Wind Waker HD sieht halt schon in der Art besser aus. Jetzt nicht vom Grafikstil, sondern ihr wisst schon, was ich meine. Also da hat sich halt einfach mehr getan. Aber ich finde, so sieht es trotzdem recht ordentlich aus. Vor allem die Charaktermodelle wesentlich detaillierter und schärfer und alles andere ist gar nicht so wichtig. Es soll ja Spaß machen und das tut es. Glaubt mir, das tut es von der ersten Sekunde an. Ah, Link. Schau, ich habe Epona für dich fern gemacht.
Epona ist so ein schönes Pferd und schöne Pferde brauchen gute Pflege. Übrigens, Link, ich habe da eine Bitte an dich. Kannst du nicht auf einem Grashalm die Melodie spielen, die Epona so gerne mag? Ja, klar doch. Schnappen wir jetzt einfach mal hier so ein Ding und pflücken. Und flöten. Ja, na, dir geht's ja richtig ab, unsere Epona. Gefällt dir das auch? So eine schöne Melodie. Epona scheint sie auch zu mögen. Also gut, Epona ist jetzt sauber. Geht her, ihr beiden, aber macht mir keinen Unsinn, verstanden, Link? Ja, natürlich, mach mir keinen Blödsinn, alles klar. Ah, und vor allem, was ich ja an Twilight Princess so geil finde, wir haben von Anfang an ein Pferd. Weil in Ocarina of Time kriegt man Epona ja wesentlich später, aber hier haben wir von Anfang an, also das finde ich schon richtig toll. So, natürlich können wir auch ein bisschen die Sporen geben. Dann sind wir ein bisschen schneller. Und wir haben es eilig. Es sei denn, es gibt ein Hindernis. Dann geht's natürlich nicht. So, der Typ von vorhin ist aber schon wieder weg. So, in meinem Haus eigentlich kann ich im Moment eh noch gar nichts machen. Oh, wie süßen Eichhörnchen. Voll knuffig hier. Das sieht jetzt auch wesentlich detaillierter aus. So, und hier? Links Haus. Ach nein. Ja, von wem denn sonst? Weil mit so einem umgedrehten... Well, nee, das ist glaube ich schon aus Holz, das ist jetzt kein Geweih. Na, ist ja auch egal. So, komm. Wir reiten natürlich richtig stilvoll ins eigentliche Dorf. Warum Link auch immer ein bisschen außerhalb leben muss, keine Ahnung, ist mal wieder vor der Außenseite. Na, eigentlich ist er... Eigentlich würde ich sagen, ist er doch wirklich gut ins Dorf integriert. Und was sehen wir uns jetzt an? Bei dieser Musik könnte ich da hinschmelzen. Die ist so schön idyllisch, entspannend. Das ganze Dorf ist einfach... Ach, das ist so schön. Endlich mal wieder hier zu sein nach all der langen Zeit. Mein Let's Play des Originals, also der Wii-Version, ist ja schon relativ lange her. Und deswegen freue ich mich umso sehr, weil seitdem habe ich das Spiel eigentlich auch nicht mehr gespielt, weil halt immer wieder andere Games dann dran kamen. Also ich bin einfach so gehypt. Ich glaube, das sind eigentlich alle Zelda-Fans. Deswegen, ich kann das eigentlich gar nicht verstehen, wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, ja, das Spiel hat sich jetzt nicht so super verändert, wie man es erwartet hätte. Das sieht jetzt nicht so aus wie auf der Wii U Tech-Demo. Ich meine, Leute, dann müsst ihr euch schon im Klaren sein, dass das viel zu groß wäre, dieser Aufwand. Das muss man nun mal sich eingestehen, dass das leider so nicht sein kann. Es wäre natürlich schon geil gewesen, aber ich finde, so sieht es trotz alledem ordentlich aus. Es ist alles gestochen scharf, man erkennt alles wunderbar, es ist nichts mehr irgendwie verwaschen, es flimmert nichts. Es ist schön an Full HD und 16:9 angepasst, also bitte, was will man denn mehr? Das eigentliche Spiel ist ja immer noch gleich geblieben, mit einigen ganz nützlichen Veränderungen, auf die ich später noch eingehen werde. Jetzt nicht nur die Geldbörse, es wird sich noch ein bisschen was getan haben. So, wer seid ihr denn? Ah, Link, du wolltest sicher gerade zur Weide, um die Tiere zusammenzutreiben, oder? Ich habe auch gerade den Laden zugemacht. In letzter Zeit kommen die Affen bis ins Dorf und bringen hier alles durcheinander. Das macht mir irgendwie Sorgen. Wenn die Waren gestohlen würden, wäre das eine Katastrophe. Deshalb passe ich auch immer auf, dass alle Türen abends abgeschlossen sind. Auf meinen Mann kann ich mich bei sowas ja leider nicht verlassen. Ach, was? Oder Papa, so ein Äffchen kannst du doch bestimmt auch fangen, stimmt's? Naja... Aber, entschuldige, jetzt habe ich dich aufgehalten. Los, geh schon, du hast schließlich etwas zu tun. Nö, hast mich schon nicht aufgehalten. Ich meine, ja, die Charaktere in Twilight Princess, die sehen schon teilweise auch irgendwie gewöhnungsbedürftig aus. Vor allem er hier ist ja so... Ich meine, sein Gesicht. Was hat er für ein Gesicht? Aber ich glaube, da gibt es noch ein paar Leute, die noch etwas abstrakter aussehen, sage ich jetzt mal. So, da vorne haben wir gerade... Genau, da ist er ja. Du kommst gerade richtig, Link. Ich hatte eben ganz vergessen, dir zu sagen, dass mein Sohn Colin eine Angel für dich bastelt, damit ihr zusammen spielen könnt. Sie wird sicher heute Abend noch fertig, also hol sie dir am besten morgen bei uns ab. Oh, cool, ich krieg eine Angel. Ah, Link, ich mache gerade eine ganz tolle Angel für dich. Ich muss sie nur noch anmalen, dann ist sie fertig. Du kannst dich ja schon mal darauf freuen. Ja, glaub mir, das werde ich. So, und du? Guten Abend, Link. Ein wundervoller Sonnenuntergang, findest du nicht auch?
Übrigens, danke, dass du meinem Mann immer so zur Hand gehst. Du bist ihm wirklich eine große Hilfe. Aber sag, willst du etwa jetzt noch auf der Weide arbeiten? Ja, ich meine, es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Und ja, es sollte hoffentlich gut erkennbar sein, dass diese gute Frau hier nicht zu dick ist, sondern dass sie noch ein weiteres Kind erwartet. Der geht aber richtig ab hier mit seinem Schwert. So, ne, mit wirklich vielen anderen Personen kann ich jetzt hier eh nicht quatschen. Wir können hier sogar Kürbisse pflücken. Und darauf hoffen, dass auch da hin und wieder ein bisschen Geld rausspringt. Was aber nicht immer der Fall ist. Vor allem, ich sammle vor allem jetzt schon mal Geld, weil ich weiß, dass ich mir schon sehr bald was kaufen muss. Und da bräuchte ich dann schon ein bisschen mehr Geld, aber ich werde schon noch irgendwie anders auch noch ein bisschen mehr Geld bekommen. So, das soll jetzt mal reichen. Ich würde sagen, reiten wir auf die Weide und helfen dabei, die Ziegen wieder in den Stall zu treiben. Dann lernen wir quasi gleich mal, ja, die Steuerung von den Corona-Felsen magst du natürlich nicht so gerne. Brücken eigentlich auch nicht. Vor allem wie sie, ja, sie dreht sich eigentlich auch immer gleich automatisch zur Seite, wenn irgendwas nicht passt. Weil ich mich jetzt nicht daran irgendwie erinnern könnte, was da jetzt anders gewesen wäre, weil irgendwie hat es geheißen, ja, die Steuerung von Epona soll ein bisschen verändert worden sein, ein bisschen besser gemacht worden sein, davon merke ich im Moment noch nichts. So, man konnte ja, glaube ich, vom Pferd auch, ja, Leute ansprechen, genau. Oh, Link, du gehst wohl auf die Weide, um Fahrt zu helfen, sehr schön. Es ist übrigens schon auf der Weide. Nun gut, erledigt eure Arbeit schnell, bevor die Sonne untergeht. Ja, und der dicke Babu hier, das ist unser Bürgermeister und der Vater von unserer Freundin. Ist das nicht schön? Einfach so eine kleine Weide voller Ziegen. Und die müssen wir jetzt alle da drüben reinschicken. Tut mir leid, Link. Du musstest dich wohl ziemlich beeilen. In letzter Zeit sind die Tiere so unruhig. Sie wollen einfach nicht mehr tun, was man ihnen sagt. Aber wenn Epona dir hilft, kannst du sie sicher schnell zusammentreiben. Also gut, es ist schon spät. Bist du bereit? Na klar. Wunderbar. Treib die Ziegen ganz einfach alle in den Stall. Start! So, es sind eh nur 10 Ziegen, also für den Anfang. Ich weiß, dass man das später dann nochmal machen muss für ein Herzteil. So, im Stall, 2 sind schon mal drin. Vor allem im Moment ist das ja auch noch ohne Zeit. Wenn ich das dann später ein zweites Mal machen muss, ist es mit Zeit und wenn ich da halt schnell genug bin, werde ich ein Herzteil bekommen. Wie gesagt, das ist ein 100% Run. Das heißt, es werden alle Herzteile gesammelt und das sind die Twilight Princess relativ viele. 45, um genau zu sein. Weil Twilight Princess hat ja schon damals eine alte Tradition gebrochen. Wir brauchen statt 4 Herzteile gleich 5, um einen neuen Herzcontainer zu bekommen. Ja klar, die wäre fast drin gewesen. So, einmal schön im großen Bogen reiten hier, antreiben. So, na, ihn brauchen wir nicht antreiben, er muss nicht auch mit in den Stall. So, was macht ihr denn hier? Rein mit euch, es ist Zeit zum Schlafen gehen. Und gleich sind sie drin. Jawohl, natürlich tanzt immer eine aus der Reihe. Eine Ziege ist noch übrig. So, wo steckst du denn? Hier, was machst du denn da? Komm schon, du musst ab in den Stall. Sogar einer muss natürlich immer ein bisschen aus der Reihe tanzen, ebenso. Ja genau, geht zur Seite, bevor ich noch über dich drüber reite. Das will ich nicht. So, und rein mit dir. Gut geschafft. Link, Epona, vielen, vielen Dank. Morgen schaffe ich es bestimmt wieder alleine und du kannst dir jetzt einen ruhigen Abend machen. Oder hast du ein wenig Zeit? Willst du vielleicht mit Epona ein wenig Springreiten üben? Warte einen Moment, ich stelle dir nur ein paar Hindernisse auf. So, fertig. Du kannst jetzt loslegen. Wenn du genug hast, spring einfach über das Tor und reit nach Hause. So, natürlich können wir auch über Hindernisse drüber springen, sollte klar sein. Mit schön Anlauf. So, wir haben eh nichts mehr hier verloren. Raus hier. So, und ich habe jetzt schon gelingen, das Spiel zu speichern. Ja, warum denn nicht? So, bitte. Ja, das ist schön mit hellen Modus. Wir hätten sogar noch eine elektronische Anleitung, aber ich glaube kaum, dass ich das brauchen werde. Und es wurde gespeichert. So, um zu speichern, drücke das Steuerkreuz nach unten und wähle auf dem Ausrüstungsbildschirm die Option Speichern. Alles klar.
Link, wach auf! Draußen ist es schon ganz hell! So, und schon bricht ein neuer Morgen an. Ein neuer Tag bricht an. Und ja, so wohnt halt Link. Voll schön mit einem Foto von den Kindern, vor allem, die gerade draußen stehen. Und natürlich von Link und Epona. Und ja, eigentlich ganz nett eingerichtet. Ich fand das schon immer so toll, wie die Häuser so eingerichtet sind. Wirkt richtig authentisch, richtig hübsch. So. Also kommt ein Bücherregal, also Link kann scheinbar lesen, hat er zumindest irgendwo gelernt. Na klar, warum hat er eigentlich ein Bild von Fahrt bei sich drin? Finde ich etwas eigenartig. Ich hätte sogar noch so eine Ziege hier. Ja, irgendwas köchelt da gerade, hoffentlich brennt es nicht an. Ich würde mal umrühren. Aber ich glaube, das... Ja, es ist halt ganz nett, wenn man sich hier so ein bisschen umkommt. Alter, was ist denn das für eine riesige Gabel? Ist das eine Heugabel oder was ist das? Und irgendwie zuckt gerade die Kamera so komisch. Wow, 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 wow. Alter, was ist los? So, beruhig dich, Kamera. Alles gut. So, da unten, ich weiß, dass da unten was ist, aber da ist es leider so dermaßen dunkel, dass ich da eh nichts sehen kann. Wenn ich später mal die Lampe habe, dann werde ich da nochmal runtergehen, weil da gibt es nämlich Geld, was ich mich erinnern kann, aber das kann ich halt leider jetzt nicht bekommen. Nicht mal, wenn ich wüsste, wo das Geld wirklich ist, also wo die Truhe steht, wo das drin ist. Es bringt nichts. Wenn man sie nicht sehen kann, kann man sie leider auch nicht öffnen. So ist das nun mal leider, also gehen wir einfach raus. So, Kinder, wollt ihr was Cooles sehen? Hoffentlich kriege ich das jetzt auch hin. Kamera drehen geht natürlich nicht so wirklich. Ah, sehr gut, na? Das könnt ihr nicht, hä? Hey, habt ihr gar nicht hingeguckt? Hey Link, hast du schon gehört? Im Laden im Dorf kann man jetzt eine Schleuder kaufen. Stell dir nur vor, eine Schleuder. Ich wüsste nur zu gerne, wie viel Wucht dahinter steckt. Taro, Maro, wenn ihr unbedingt eine Schleuder haben wollt, dann kommt doch einfach in unseren Laden und kauft euch eine. Sag mal, Betty, weißt du eigentlich, was so eine Schleuder kostet? Kannst du nicht deine Mama fragen, ob sie uns mal ausleiht? Du spinnst wohl. Wenn du eine Schleuder willst, leg doch mit Taro zusammen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Aber das schaffen wir doch nie. Ich wünschte, unsere Eltern hätten keine blöde Mühle, sondern ein paar coole Schleudern für uns. Ja, das sind jetzt eben die Kinder. Taro, Maro und Betty. Vor allem, wie er aussieht. Ich meine, früher habe ich mir geglaubt, dass das auch ein Mädchen ist, aber das soll schon ein Junge sein. Aber der ist so winzig. Der hat voll so ein Babyface irgendwie. Naja, am coolsten sieht sowieso er aus, wie mit seinen... Was immer das sein soll, Pseudo-Stirnband, Kopftuch-Mix, was auch immer. Ja, also die lieben Kinder möchten ganz gern eine Schleuder haben und haben halt nicht das nötige Kleingeld dafür. Ach, ein Kohlen ist auch da. Du, Link, die Angel habe ich, die ich gebastelt habe, die ist jetzt fertig. Eigentlich wollte ich sie dir schon heute Morgen geben, aber Papa meinte, ich soll warten, bis du sie dir selbst abholst. Jetzt ist Papa gerade unterwegs, also fragst du am besten Mama danach, sie müsste am Fluss sein. Ja, ja, der liebe Colin, der eifert uns ja so ein bisschen nach, ist aber leider auch ziemlich schüchtern. Aber, naja, so sind Kinder normal. Es gibt solche und solche. Ah, so ein bisschen Geld. Es ist nur schade, ich werde den Part jetzt auch gleich wieder beenden müssen, weil, naja, ich will nicht immer so mega lange Parts machen. Und deswegen würde ich sagen, die Schleuder besorgen wir uns natürlich dann erst im nächsten Part. So, Moment, hier mal auch noch. Ah, du hältst 5 Rubine und das werde ich, wie gesagt, jetzt nur das eine einzige Mal zu lesen bekommen. Weil früher in der Wii-Version war es echt so, kaum hast du das Spiel ausgemacht und dann wieder angemacht und du hast wieder 5 Rubine gefunden, hast du wieder die Meldung bekommen, du hast 5 Rubine gefunden. Da ist man immer wieder schon ein bisschen fuchsig geworden. Aber das haben sie Gott sei Dank behirnt und das rausgenommen, weil ich meine, ich brauche nicht jedes Mal, ich brauche nicht 20 Mal wissen, dass ich jetzt 5 Rubine gefunden habe. So blöd bin ich nun auch wieder nicht. So, ich habe jetzt schon 16, ich werde noch ein bisschen mehr brauchen. Ich glaube, so 30 Rubine, was ich mir erinnern kann, hat die Schleuder gekostet, wenn sie das nicht geändert haben. Also, wir haben auch ein bisschen Geld. Vor allem, hier liegt mal wieder das Geld einfach unter den Steinen. So, nochmal mit euch reden. Habt ihr noch irgendwas anderes zu sagen oder so? Ja, bitte, Betty, nur ansehen, die Schleuder aus dem Laden. Ja, wenn es nicht geht, können wir ja tauschen. Du wohnst in der Mühle und wir wohnen bei deinen Eltern und können ihm in den Laden. Ruhe! Die wollen ja tauschen, Häuser tauschen? Ich glaube, das wird nicht wirklich funktionieren. Okay, also... Wie gesagt, der erste Part ist jetzt schon mal wieder vorbei.
Aber keine Sorge, es wird noch sehr viel mehr passieren. Es ist ein sehr, sehr umfangreiches Zelda. Und wie gesagt, es ist nach wie vor immer noch auf Platz 1 meiner Top 10 Liste meiner Lieblings-Zeldas. Das ist meine persönliche Meinung, dass das immer noch das beste Zelda ist. Da gehen natürlich Meinungen auseinander. Aber ich persönlich finde es erstens cool, wir spielen einen erwachsenen Link, was ja eh in nur sehr wenigen Zelda-Teilen möglich ist. Und es ist ein erwachsenes und teilweise auch sehr, sehr düsteres Zelda. Das werden wir noch früh genug erfahren. Und ja, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wer von euch kennt das Original? Also wer hat damals GameCube oder Wii-Version gespielt, würde mich interessieren. Und mich würde auch interessieren, natürlich habt ihr euch ebenfalls hier Twilight Princess HD geholt. Und wenn, dann Standardversion oder so wie ich die Limited Edition. Ich meine, ich als großer Zelda-Fan, ich kann natürlich nicht anders, ich muss die Limited Edition haben. Ich habe sie natürlich auch bekommen mit dem coolen Wolf-Link-Amiibo, das ich natürlich irgendwann auch noch verwenden werde. Jetzt natürlich noch nicht. Irgendwann später im Spiel werde ich das noch tun. So, Karte. Ja, im Moment sind wir in Ordon, in unserem Dorf, aber das ist ein winzig kleiner Abschnitt. So, Übersicht. Ja, seht ihr das alles? Das ist Hyrule. Wir sind in einer wirklich sehr kleinen Provinz zu Hause und der ganze Rest wird sich uns noch später in unserem restlichen Abenteuer erschließen. Latuan heißt diese Provinz und der ganze Rest, wie gesagt, kommt irgendwann schon noch dran. Wir müssen ja in die Stadt. Vielleicht werden wir sogar die Prinzessin sehen, wer weiß, wer weiß. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Also, ich freue mich wirklich wahnsinnig auf dieses Projekt und ihr hoffentlich auch. Wie gesagt, es ist jetzt im Heldenmodus, das heißt, Gegner werden keine Herzen droppen. Ich werde keine Herzen in Krügen, Grasbüscheln oder unter Steinen irgendwo finden. Das heißt, ich bin eigentlich darauf angewiesen, mich mit Herzcontainern und Herzteilen zu heilen, die mich ja eigentlich immer wieder komplett voll machen. Beziehungsweise halt dann mit Tränken. Die gibt es natürlich schon noch und auch mit Feen natürlich, aber ich finde, wie gesagt, es ist erstens natürlich, das sollte jetzt hoffentlich eher auffallen, dass das Spiel komplett gespiegelt ist. Also die GameCube-Version war ja damals auch, sagen wir so, die war richtig rum, die Wii-Version war gespiegelt und hier haben sie es extra auch so gemacht, dass der Heldenmodus ebenfalls wieder komplett gespiegelt ist. Was mir persönlich auch lieber ist, weil ich ja die Wii-Version gewohnt bin und die war ja auch gespiegelt, also ich hoffe, ihr versteht das. Und ich finde, es ist auch einfach viel mehr eine Herausforderung, wenn wir jetzt mal doppelten Schaden nehmen und so, weil das ursprüngliche Spiel war irgendwie eh viel zu leicht. Haben auch viele Fans kritisiert, dass das Spiel früher viel zu leicht war. Und jetzt mit dem Heldenmodus haben wir da ein bisschen mehr Spaß, denke ich mal, und eine etwas große Herausforderung. Also, danke recht herzlich fürs Zusehen. Wenn euch das Projekt gefällt, dann gebt bitte einen Daumen nach oben und könnt auch gerne das Video teilen. Also, ich glaube, da brauche ich jetzt eh nichts erzählen. Also, danke jedenfalls fürs Zusehen und freut euch schon mal auf den nächsten Part. Da holen wir uns dann die Schleuder. Also, bis dann, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Twilight Princess HD. Tschüss.